Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Unsere Baby-Born-Puppe, die kennt ihr sicherlich alle, die haben wir schon ziemlich lange. Das hier ist ihr Outfit, was sie von vornherein anhatte. So ein kleiner, niedlicher, rosaner Buddy mit so einem Häschen drauf. Heute machen wir ein Video, wo ich euch mal die besten 10 Outfits zu unserer Baby-Born vorstelle. Und los geht's mit Platz Nummer 10. Nummer 10 ist dieser niedliche Bademantel zur Baby-Born-Puppe. Da sind so kleine Entchen drauf in verschiedenen Farben. Der fühlt sich ganz flauschig an, ist mit Kapuze. Die kann man abnehmen oder eben auch aufsetzen. Und der ist wirklich total süß. Weiter geht's mit Platz Nummer 9. Nummer 9 ist dieser kurze Sommerpyjama für unsere Baby-Born. Da ist auch noch so eine Schlafbrille mit dabei mit geschlossenen Augen. Die kann man einfach dann so über ihr Gesicht ziehen und dann sieht das total lustig aus. Man kann das aber auch hier einfach so als eine Art Stirnband tragen. Dieser Pyjama besteht aus einem Stück, also die Hose lässt sich nicht abnehmen. Das Ganze kann man hinten am Rücken verschließen und auch hier sind wieder die niedlichen kleinen Entchen drauf, die auch eben gerade schon bei dem Bademantel dabei sind. Und weiter geht's mit Platz Nummer 8. Die Nummer 8 ist für mich das Baby-Born Geburtstagsoutfit. Dazu gehört dieses Kleid hier, das ist in so einem dunkelroten Farbton, fühlt sich ganz weich an, ist aus einem Satinstoff und dazu gehört auch noch die Happy Birthday Krone, damit auch jeder weiß, dass die Baby-Born-Puppe Geburtstag hat. Hier vorne drauf ist noch eine Torte und ein Hund, am Bauch eine große Schleife und wie immer ein Klettverschluss am Rücken. Und nun zu Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 ist für mich das Baby-Born Strandoutfit oder Schwimmoutfit. Dazu gehört dieser lustige Badeanzug mit den Luftballons drauf. Da sind ganz viele unterschiedliche Farben an Luftballons drauf. Hier oben mit rosanen Trägern. Dann haben wir hier noch so eine Schirmmütze mit einem Hund und einem Schwimmring und dieser super coolen Baby-Born Sonnenbrille. Ups, jetzt ist das runtergeflutscht. Die kann man einfach hier so nach oben stellen oder eben nach unten. Es sieht total lustig aus. Weiter geht's mit Platz Nummer 6. Man kann nicht nur Baby-Born verkleiden als Prinzessin oder eben auch als Geburtstagskind, sondern auch als Doktor. Und Baby-Born kann sogar wirklich als Arzt praktizieren. Da waren auch ein paar Zubehörsachen dabei, wie zum Beispiel diese Spritze hier, die sie dann ihren Patienten geben kann. Und wir haben auch noch den Baby-Born Laptop, da kann sie sogar ihre eigenen Patienten mit röntgen. Von den Farben her finde ich es auch sehr schön. Wir haben hier einmal eine Leggings in Lila und diese Farben finden sich halt auch in dem Arztkittel durchaus nochmal. Hier haben wir auch noch eine Schere, ein Spatel und noch ein paar andere Dinge. Um den Hals trägt sie ein Stethoskop und hier oben noch so eine Kopfleuchte. Ein sehr cooles Set, Baby-Born im Dirndl. Ich finde das wirklich zuckersüß. Ich glaube gar nicht, dass es ein Original Baby-Born-Kleid ist, sondern eigentlich für eine andere Puppe gedacht. Aber wenn die Puppe reinpasst, dann kann die Puppe es auf jeden Fall auch tragen. Ich finde es echt zuckersüß. Hier vorne ist es, oder obenrum ist es grün kariert. Dann haben wir hier noch so ein paar Blumen und unten dann noch ein rosanes Kleidchen oder einen Rock. Ebenfalls mit Blumen und so einer Schleife hier. Total süß. Ist zwar gerade kein Oktoberfest, aber ich finde, dieses Kleid, das kann man auch ruhig mal im Sommer tragen. Das Wonderland Feenkleid für die Baby-Born. Das sieht wirklich sehr, sehr speziell aus. Ein Outfit für besondere Anlässe, sage ich jetzt mal. Das Kleid ist hauptsächlich in Lila und Pinktönen mit ein bisschen Tüll hier vorne noch und unten noch ein paar Rüschen. Dann haben wir hinten noch Schmetterlingsflügel und hier noch so ein paar Fransen, nenne ich das jetzt mal. Sie trägt einen Schmetterlingszauberstab als Fee oder einen Feenstab. Und hier oben hat sie noch so ein Stirnband, ebenfalls mit einem Schmetterling. Ein ganz besonderes Outfit und wie ich finde, auch total schön. Platz 3 ist Baby-Born als Reiterin. Das ist wirklich ein sehr aufwendiges Outfit. Wir haben hier eine Samtjacke, die sieht fast aus wie eine Lederjacke. Darunter dann so ein Polohemd. Baby-Born trägt außerdem noch einen Reithelm. Der lässt sich gut als Fahrradhelm verwenden. In derselben Farbe wie der Helm haben wir eine lilane Leggings. Ups, dazu noch schwarze Reitstiefel und eine Gerte. Das ist mein Platz 3, weil es wirklich ein besonderes Outfit ist. Und weiter geht's mit Platz Nummer 2. Mein Platz Nummer 2 ist dieser Baby-Born Bademantel. Wir hatten zwar schon einen Bademantel, das war dieser hier mit den Enten, aber der rosane gefällt mir doch wesentlich besser. Vor allem ganz typisch für Baby-Born eben die Farbe rosa. Hinten ist noch ein großes Logo Baby-Born und ein paar Blümchen. Der Stoff ist ganz, ganz weich und kuschelig und ich finde,
Das passt richtig gut zu Babyborn, denn Babyborn ist ein Baby und wir kommen zu unserem Platz Nummer 1. Mein Platz Nummer 1 ist Babyborn als Baby. Babyborn ist halt ein Baby, ein Säugling und deshalb noch ziemlich klein, mit Windel und einem Schnuller, also ganz typisch. Und gar nicht große, aufwendige Outfits. Ich finde Babyborn so am besten, nämlich als kleine, niedliche Puppe, die, wenn man sie hinlegt, schlafen kann und wenn man sie aufsetzt, dann auch die Augen auf hat. So viel jetzt zu meinen Top 10 der Babyborn-Outfits. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was euer liebstes Babyborn-Outfit ist. Meins, wie gesagt, ganz normal, ganz natürlich Babyborn als Baby mit Windel und Schnuller. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen drücken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!